So, Gregor, ich will dir jetzt einfach mal was zurückgeben. Ich will dir einfach was zurückgeben, aber du weißt ja, ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ja, jetzt eine Stunde pro Woche Podcast und die anderen Sachen noch so. Und da ist einfach, da kommt viel zusammen. Und deswegen habe ich zwei Jungs beauftragt, Freunde dieser Show, Gregor, du weißt, worum es geht. Und die haben dir einen Wunsch erfüllt. Nee, das war kein Wunsch von mir. Doch, sicher. Nee. Doch, das war ein Riesenwunsch von Gregor. Hier, bitteschön. Gregor ist ein Sidekick, wie man ihn sich nur wünschen kann. Der reißt sich hier wirklich den Arsch auf, hat immer ein offenes Ohr für die Kollegen und das wirklich immer, Tag und Nacht. Deswegen will ich Danke sagen und endlich mal was zurückgeben. Überraschung! Gregor, Sonnenschein. Wie fühlst du dich? Was passiert hier? Es ist dein Glücks- und dein Party- und dein Fun-Tag. Das ist schon mal eine sehr witzige Brille, die brauchst du heute. Ich muss arbeiten. Ja, arbeiten können wir später auch. Tommy hat eine Kleinigkeit vorbereitet. Er wollte einfach mal Danke sagen und dir einen kleinen Gefallen tun. Quasi eine kleine Überraschung. Kennst du Überraschung? Danke. Alter Schwede. So, die Überraschung ist, glaube ich, schon mal gelungen, oder? Habt ihr gesehen, wie er sich freut? Ich? Nee, ich kann nicht dabei sein. Aber hier, Niklas und David, die machen das schon, glaube ich. Oder? So, Prinzessin, komm. Komm. Ich muss arbeiten. Jetzt darfst du erst mal raten. Du hörst es schon, was war das denn? Gregor, wo sind wir denn hier gerade? Auf dem Reiterhof. Ich hasse Pferde und das meinte ich auch so. Nee, stopp mal. Du hast gesagt, du hast Katzen, aber du liebst Pferde. Bist du ein Katzen? Nein, ich hasse Katzen, wirklich. Ja, hassen darfst du nicht sagen, dann bist du jetzt schon in der Gunst. Dann bin ich jetzt in der Gunst. Sag, dass du Pferde magst. Ich hasse Katzen und liebe Pferde. Hat das gehört? Ich bin zwar ein viel beschäftigter Typ, aber ich höre dem Gregor zu. Guck mal, und hier drüben ist schon direkt Bananasplit, dein Pferd heute. Ja, ist, als ob das Bananasplit heißt. Doch. Safe heißt das so, habe ich selber recherchiert. Was machen wir jetzt hier? Ich muss los. Hast du Bock zu reiten? Nein. Sehr gut. Was machen wir jetzt damit? Also, erstmal, um sich vorzustellen, das ist Mr. Grey. Wegen Pferdeschwanz. Genau, wie aus dem Bims-Film. Und ja, das ist so ein, einfach so ein Koffer voll mit Sextoys und den würde ich dir jetzt geben und dann kannst du einfach... Ja, komm, dann mach. Willst du den mal anbinden? Der mag das ganz gern, gefesselt zu werden, tatsächlich. Komm, hier. Gib mal raus jetzt schon das Zeug, dann sind wir doch schneller fertig. Im Prinzip könntest du ihn jetzt einfach erstmal ein bisschen einölen. Also einfach, damit ihr warm miteinander werdet. Mr. Grey, so krass versaut. Schimmelputzen kenne ich auf jeden Fall aus meiner Wohnung. Wie fühlt sich das an? Mega. Was machen wir jetzt? Achso, Entschuldigung. Aber bevor du ins große Pferd gelassen wirst, brauchst du noch ein schickes Outfit. Wieso sind wir hier und machen das mit diesen Pferden? Guck mal, Tommy hat gesagt, wir müssen das jetzt hier mit dir machen. Also zieh einfach, also wenn du zurück... Ist der überhaupt? Wir machen das jetzt hier mit dir. Zieh einfach mit. Jetzt zieh doch mit durch und dann sind wir auch schneller fertig. Soll ich mich noch umziehen, oder? Nee, super. Es ist einfach so schön zu sehen, wie viel Spaß Gregor plötzlich hat. Also ich würde fast sagen, dann sind wir jetzt ready für den Springplatz, oder? Los geht's, ab ins Bondage-Zimmer. Du hast ja Glück, ne? Du hast ja Tommy auch so ein bisschen auf deiner Seite. Und dem ist deine Gesundheit natürlich nicht komplett, komplett egal. Also wir machen das mal trocken vor. Das sind Niklas und David auf Bibi und Tina. Oh, oh, oh! Vielleicht schneiden wir das lieber raus. Das sind so diese Momente, wo man dann auch einfach dankbar dafür ist, dass so viele Leute einen dann auch gucken bei ZDF Neo und auch das mit den Gebühren und so. Also wenn ich mir die beiden so anschaue, dann sind die doch gut investiert, oder? Alter, wir würden so gerne sehen, wie du meinst. Ich bin so gut dressiert worden. Gregor. Okay, einen Sprung mache ich. Du kannst nichts falsch machen. Dieses Pferd kannst du sogar verletzen. Das ist für dich, Tommy. Danke für gar nichts. Juan, du kannst mir ein bisschen Würde zurückgeben, wenn du da geile Musik drunter legst. Komm. Ja. Also, ich sag mal so, der Junge ist auf Trab. Der Boy ist fertig und bereit für ein richtiges Pferd. Los geht's. Ich weiß, so Eigenlob und so, aber so ich als Chef, das ist, glaube ich, schon ganz gut. Oder? Hier ist Bananasplit. Ihr habt euch vorher schon kennengelernt? Den bitte einmal aufsetzen. Sieht cool aus. Hoppala. Kommt da endlich mal da in die Hufe, Gregor. Es wird keine Kür mit einem technischen Firlefanz. Mit einem hohen zirzensischen Schwierigkeitsgrad. Das muss er nicht. Er muss ihn nur wirken lassen. Warum macht er nichts? Komm, hier.
nach dieser Session hier wird das Reiten beim Olympischen Fünfkampf wieder mit reingenommen. Aber mach ruhig, Jacqueline, sonst kotzt du wieder. Wie war's? Also sind wir jetzt durch? Oder einmal noch, willst du dich vielleicht einmal bei Tommy bedanken? Danke, Tommy. Einmal so richtig, jetzt mehr? Nicht so, ein bisschen mehr einfach. Danke, Tommy. Ist auch so schön, mal zu sehen, weil fast alle sagen ja bei mich, dass ich so ein mega netter Typ bin. Also ja, tendenziell wären wir jetzt fertig. Also ich würde nochmal als Fazit sagen, so, ich bin total stolz auf dich. Wir fahren einfach vor und du kannst ja einfach hinterher reiten. Und dann sehen wir uns einfach im Büro. Wir kommen da nochmal hin. Wie komme ich nach Hause? Stark, bis später. Bis später. Tschö. Ich muss ja auch irgendwie noch weg. Ich bin Wunscherfüller. Hat sie Spaß? Hat man auch gesehen, oder nicht? Hattest du Spaß? Ja, total viel. Ich wollte erst vorbereiten, so ein Probetraining bei Schalke für dich. Ja. Rodde angerufen, bist ja ein riesen Schalke-Fan. Ja. Das hätte ich als nächstes da halt geplant. Ja, toll. Können wir da mal in Ruhe noch mal drüber reden? Hey, ich bin Tommy und mit diesem simplen Trick kannst du innerhalb von 10 Minuten 100.000 Euro verdienen. So gehen doch YouTube-Clips los, oder? Naja, wenn du noch mehr von Studio Schmidt sehen willst, klicke hier, hier, hier oder hier. Oder komm drüber zu den Erwachsenen in die ZDF-Mediathek. Da findest du auch noch mal die komplette Sendung. Versprochen, ich glaube an dich.